Paddington 2, das Kino-Highlight am Donnerstag, den 23. November. Erfunden wurde Paddington Bear bereits 1958 von Michael Bond, als er seiner Frau einen Teddybären schenkte. Seitdem sind inzwischen mehr als 20 Geschichten rund um den niedlichen Bären erschienen, die seitdem viele Kinderherzen höher schlagen lassen. Jetzt erwartet den kleinen als auch großen Zuschauer erneut ein Abenteuer mit dem marmeladenbrotzüchtigen Bär aus Peru. Nachdem Paddington, deutsche Synchronisation, Ilyas Mbarek, sein letztes Abenteuer in London beendet hat, hat er es sich mit Henry, Hugh Bonneville, und Mary Brown, Sally Hawkins, im beschaulichen Windsor Garden gemütlich gemacht. Dort wird der Bär von allen Nachbarn geliebt. Zum 100. Geburtstag seiner Tante Lucy, Imelda Staunton, in Peru möchte er ein ganz besonderes Geschenk machen und entdeckt in einem Antiquitätenladen ein wunderschönes Pop-up-Buch, welches jedoch zu teuer ist. Also fängt er an zu arbeiten und stellt schnell fest, dass es für einen tollpatschigen Bären gar nicht so einfach ist, sein eigenes Geld zu verdienen. Zu allem Unglück wird dem Bären nach hart erkämpfter Arbeit das Buch von einem Dieb namens Phoenix Buchanan, Hugh Grant, geklaut. Es beginnt eine chaotische Jagd nach dem Dieb, welche sich als ziemlich kompliziert erweist, denn der gescheiterte Schauspieler Buchanan ist ein Verkleidungskünstler und schwer zu finden. Jede Woche kommen neue Filme ins Kino, doch welche sollte man auf keinen Fall verpassen? Isnot TV, Partner der Nachrichten, stellt euch hier jede Woche den Kinofilm der Woche vor. Wir haben für euch den absoluten Hingucker, den ihr nicht versäumen solltet. Eure Meinung könnt ihr außerdem mit Fans weltweit austauschen. Paddington hat eine Eigenschaft, die ihn besonders witzig macht: seine Tollpatschigkeit. Doch genau dafür lieben alle den kuscheligen Bären. Es sind eben die Momente des unfreiwilligen Chaos, die dem Film den Humor verleihen. So löst er als Gehilfe im Friseursalon eine Kette von Ereignissen aus, die einem Kunden letztendlich einen Kahlschlag verpassen, oder er hetzt eine ganze Armee von Häftlingen gegen sich auf. Doch niemand kann dem naiven und liebevollen Bären lange böse sein, so dass er sogar das Herz des härtesten Sträflings aufwärmt. Selten hat es eine animierte Figur geschafft, dass sie durch ihren kraftvollen Ausdruck so viele Emotionen rübergebracht hat, die beim Zuschauer als echt ankommen. Der reguläre Cast besteht auch im zweiten Teil aus Hugh Bonneville, bekannt aus Notting Hill, und Sally Hawkins, bekannt aus Godzilla. War Nicole Kidman im ersten Teil als Bösewicht Millicent Clüde zu sehen, die als wahnsinnige Tierpräparator in Paddington unbedingt ausstopfen wollte. Zugegebenermaßen war sie in dieser Rolle ziemlich gruselig und konnte bestimmt das eine oder andere Kind verschrecken. Dieses Mal gibt es natürlich wieder einen Bösewicht, der von Hugh Grant, Claude Atlas, gespielt wird. Überraschend selbstironisch übernimmt er die Rolle des tiefgefallenen Schauspielers Phoenix Buchanan, der seinem einstigen Erfolg nachhängt. Außerdem schlüpft Brenton Gleeson, Brave Eart, SOF Tomorrow, in die Rolle des SAFE-Knackers Knutzikles McGinty, der anfangs zwar nicht gerade bärfreundlich wirkt, bald aber ein richtig guter Freund von Paddington wird. Hugh Grant zeigt in Paddington 2 zudem viele Gesichter.